Grüße, liebe Bastler. Ich habe euch ja versprochen, eine Explosionsbox mal zu basteln. Und wie ich die denn gemacht habe, zeige ich euch im Anschluss. Bastelt's nach. Ist aber ein bisschen zeitaufwendig. Und wenn euch meine Anleitung, ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, gefällt, schaut öfters mal bei mir rein. Jetzt mache ich sie mal noch auf. Und so sieht sie denn von innen aus. Vorne steht noch ein Mädchen mit ein paar Luftballons. Hier sind noch zwei Kinder, die lesen, ein kleiner Hund. Die Anhänger dazu, passend. Bastelt's nach. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Ihr habt bestimmt noch viele gute Ideen. Und wenn es euch gefällt, würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Viel Spaß! So, dann wollen wir mal anfangen. Zuerst habe ich mir aus so einem Block, ihr solltet so ab 200, 220 Gramm nehmen, also starkes Papier eben. Das ist ein Kartstock von 30,5 x 30,5 cm oder 12 Inch x 12 Inch. Für den Deckel braucht ihr 16,3 cm x 16,3 cm. Dann habe ich noch aus so einem Karton, ein bisschen stärker, einmal 9,5 x 9,5, 9 cm x 9 cm. Und das ist, wie gesagt, hier wie dem Papier, das kommt nachher auf den Deckel, das ist der 9,5 x 9,5. Dann habe ich mir vier so eine Anhänger schon rausgeschnitten. Das sind 7,5 cm und die Länge sind jetzt hier auf 9. Habe ich mir schon mal ein bisschen hier Schnickschnack vorbereitet. Unter anderem habe ich mir 16 Ecken ausgestanzt. Ich halte das hier in gelb-grün. Dann habe ich mir das Happy Birthday schon. Das habe ich viermal ausgestanzt und schon bereits übereinander geklebt. Weil das ist eine Fisselarbeit. Das mache ich ungern. Und weiteres Gedöns. Dann habe ich mir noch zwei so eine Spitzendeckchen in Gold. Dann braucht ihr hier noch so eine stärkere, ich hebe mir das immer auf, Folie. Mir noch Moosgummi für die Zahlen nachher. Sie wird hier 75. Sie liebt Sonnenblumen. Klebe, Heißklebe, Pistole, Zange im Schnickschnack. Und unten für die Füße habe ich noch alte Knöpfe gefunden und habe mir bereits mit aus grünem Filz ausgestanzt. Die klebe ich nachher drauf, das nehme ich dann als Füße. So, und dann könnten wir eigentlich jetzt beginnen. So, ich nehme jetzt mein Falzbrett. Die Seite kommt nach außen, also lege ich mir das vor mir so hin und falze mir bei 4 und bei 8 drehe ich einmal um, bei 4 und bei 8. Das wird das Grundgerüst von der Box. Jetzt nehme ich mir gleich den Deckel. Da zeichne ich mir das aber an, bei 3 cm. Das ist in der Mitte praktisch die 10,3 sind. So, und dann falze ich mir das auf. So. Jetzt nehme ich mir den Deckel und gehe erstmal die Falz nach. Und dann klebe ich gleich die Seiten zusammen, indem ich wie ein V ausschneide. So, Deckel ist fertig. Jetzt nehme ich dieses Teil und falze erstmal die Linie nach. Dann schneidet ihr immer eine Seite ein, wie bei dem Deckel. Immer bis zur ersten Falzlinie. Dann dreht ihr es. So, und schon habt ihr das Grundgerüst fertig. Diese Deckchen, die schneide ich jetzt einmal in der Mitte durch und klebe sie jetzt auf allen vier Seiten, bevor ich das zusammenklebe, vorne drauf. So, das habe ich jetzt angeklebt und es fest. Und dann nehme ich die Schere und schneide in der Mitte erstmal bis hierher.
Das sind ungefähr 4 cm ein. Und dann klebe ich hier drumherum schon mal zu. Dann drehe ich das um und mache bereits meine Ecken hier unten dran. So, jetzt habt ihr hinten schon mal die Ecken drauf geklebt. Ich muss mich outen, was mich am Basteln stört, ist immer dieser Kleber an den Finger. Und wenn ich mir meine Finger mit der Heißklebepistole verbrenne. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann dreht ihr die ganze Sache um und befestigt die bereits von innen. Macht das immer vorher, ist besser. Jetzt habt ihr ja diese Seiten, diese Taschen, und dann nehme ich mir so ein kleines Rundholz. Ihr könnt es auch mit einem Bleistift machen. Und dann dreht ihr die Ecken, also ihr macht das erstmal auseinander, und dann dreht ihr die Ecken ein bisschen hier über dieses Rundholz. Seht ihr, dass es denn so aussieht? Das sieht dann aus wie ein geöffneter Kragen. Das macht ihr denn bei allen Vieren. So, jetzt haben wir das denn erstmal fertig. Und falls mal hier ihr eine Ecke überstehen habt an der Seite, das interessiert nicht, da kommt nachher noch eine Bordüre drüber. Jetzt haben wir das erstmal fertig. Und Heißklebepistole schon vorgeglüht. Jetzt habe ich mir überlegt, werde ich mal hier so eine gelbe Rose dran kleben. Das mache ich alles mit der Heißklebepistole. Und von den grünen, die habe ich in der Mitte durchgeschnitten, das zeige ich euch mal. Das sind so eine Schaumstoffrosen. Die zieht er ab und dann schneide ich das genau mittig durch. Und dann klebe ich da von rechts und links von der gelben Rose so eine halbe grüne. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass euch die Finger nicht verbrennt. Jetzt habe ich überall erstmal es drumherum geklebt. So gefällt mir das schon ganz gut. Dann habe ich ja hier drinnen, das verstärke ich jetzt mit dem 9x9 cm. Dann habe ich mir hier dieses Gras ausgeschnitten und das klebe ich dann gleich hier dazwischen drauf, auch mit der Heißklebepistole. Geht zu. Dann habe ich hier noch so eine Steine. So, jetzt mache ich noch eine kleine Sonnenblumenwiese hin. Das sind so eine Reste hier von so einem Blumendraht, was ich ein bisschen umwickelt habe, und so ein bisschen Moosgummi. Und dann schauen wir mal, wie ich es mache. So, ich habe denn hier noch diese Spiegelbordüre wie eine Einzäunung gemacht, und ihr müsst immer achten, dass ihr noch die Box richtig zukriegt. Ja, also ihr müsst das probieren, dass sie denn auch zugeht. Das ist jetzt meine kleine Sonnenblumenwiese. Hier seht ihr noch einen kleinen Hund, und das ist ein Mädchen und ein Junge, die da lesen in der Wiese. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Und jetzt mache ich noch den Rest. Das sind die Knöpfe. Da mache ich jetzt erstmal diesen Filz drauf. So,
So, jetzt habe ich schon mal die Pappe, die 9,5 x 9,5, schon beklebt. Und dann mache ich jetzt ein Dreiecken. Ich habe hier so einen Spiegel. So, ich werde jetzt den Deckel machen. Da habe ich mir so ein Styropor-Ei genommen. Das habe ich in der Mitte durch. Ich habe das schon mal angeklebt. Das packe ich erstmal beiseite. Dann habe ich mir schon mal diese Zahl 75 auf diese Folie geklebt. Dann schneide ich mir das noch ein bisschen zurecht. Und jetzt machen wir noch das. Dann nehme ich diese Folie und da habe ich diese Silikonpads hier. Die mache ich dahinter. Dann nehme ich mir, bevor ich das hier oben drauf klebe, verziere ich das erstmal. So, jetzt ist es soweit fertig. Jetzt kommt nur noch die kleinen Anhänger. So, die Anhänger habe ich die Größe gelassen, wie ich euch gesagt habe. Die könnt ihr ja nach euren Wünschen selber verzieren. Ich zeige euch das mal. Ich stecke das denn nur noch hier rein. Und dann ist die Karte auch fertig. Bastelt's nach. Es dauert aber, wie gesagt, auch seine Zeit. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Bis denn!